Willkommen zurück. Heute machen wir mal einen Raid. Warum nicht? Die Sache ist halt die. Ich weiß nicht, ob da noch Interesse an Raids besteht von eurer Seite oder halt nicht. Oder ob ich dann nur noch PvP machen soll. Aber ich glaube, so ab und zu mal, so alle paar Folgen mal so ein Raid. Auch wenn sich das dann vielleicht schon relativ fix wiederholt. Auf jeden Fall ist es dann doch mal Abwechslung. Ich weiß ja nicht. Wollt ihr Raids sehen? Wollt ihr keine Raids sehen? So, und eine andere Sache, die ziemlich dubios ist. Naja, dubios ist das noch nicht. Ich habe mein neuestes PvP-Fahrzeug leider überschrieben. Allerdings hatte ich das in die Galerie hochgeladen. Dachte ich mir so, okay, hast es überschrieben, dann ziehst es dir da wieder runter. Und das ist halt dann auch verschwunden. Verschwinden die Fahrzeuge, die man in die Galerie hochlädt? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Wenn ich Blaupause habe von so einem Fahrzeug und ich lade die in die Galerie hoch und lösche dann die Blaupause oder überschreibe die, wird das dann in der Galerie gelöscht? Nein, das kann ja eigentlich nicht sein. Aber ich weiß nicht. Hier und da verschwinden bei mir Fahrzeuge aus der Galerie. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und jetzt stehe ich hier. Oder nein, ich stehe nicht, ich sitze. Ja, jetzt habe ich nur noch mein altes PvP-Fahrzeug. Aber ich glaube, ich werde das erstmal weiter benutzen, bis es dann wieder eine neue Variante gibt. Und da muss ich dann mal... Ja, es ist halt... Ist halt doof. Ich dachte, ich hätte da so eine Ausfallsicherung, was das angeht, aber nein. Scheinbar ja nicht. Was auf jeden Fall super ist, dass wir hier zu viert sind. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal Raids, wo wir dann nur zu zweit waren. Und zu zweit, ist das schon alles ein bisschen schwieriger. Wenn man da noch so einen Kubiker mit hat als zweiten, der eigentlich einen Totalausfall darstellt, dann ja, dann kann man das im Prinzip schon von Anfang an abschreiben. Ich sag jetzt nichts mehr zum Anfang, weil der Anfang läuft meist immer super. Ja, zum Ende hin gibt es dann immer Probleme. Jetzt gar nicht mal dann erst, wenn der Boss auftaucht, sondern schon früher. Ich habe mich in letzter Zeit auch mal mehr darauf konzentriert. Das ist so ein Schildgenerator. Okay, sowas habe ich glaube ich noch nie gesehen. Wo kam die jetzt her da? Läuft der soweit? Ich habe mir noch mal ein paar Gedanken wegen PvP gemacht. Ich finde das... Die Spielmodi zum Teil so ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil, ja gut, das Cappen dauert gefühlt halt schon recht lange, wenn man allein ist. Und das, weiß ich nicht, das bringt einfach nicht so viel. Das erinnert mich so ein bisschen, bisschen an World of Tanks, so was das Cappen angeht. Das fühlt sich stellenweise so ein bisschen überflüssig an. Meist wird dann, das läuft meist darauf hinaus, bisher, soweit ich das gesehen habe, es wird erst dann wirklich gecapped, wenn, ja, schon fast alle tot sind und man die letzten nicht mehr findet. Weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das auch falsch, kann gut sein. Das ist aber, bisher ist das so halt so mein Eindruck.
Sieht bis hierhin echt noch gut aus. Wobei der eine ist jetzt raus. Der wird wahrscheinlich so lange warten, bis wir dann beim Boss auftauchen. Aber das sollte auch zu dritt auf jeden Fall noch locker machbar sein. Ich habe auch noch so viel Rüstung, das ist absolut, das sollte doch wirklich machbar sein. Wie funktionieren eigentlich diese Schilde? Die absorbieren Schaden und verschwinden dann irgendwann. Also kann ich die, ja gut, die kann ich wahrscheinlich umgehen, wenn ich da nah genug reinkomme, dass ich in dieses Schild reinkomme, oder? Würde ich mal so drauf tippen. Der Punkt hat hier aber schon ganz schön was abbekommen. Ist nur noch auf 60. Ich habe das jetzt hier auch nicht so optimal gemacht. Ich habe teilweise dann auf die Reifen geschossen und nicht auf die Waffen oder aufs falsche Fahrzeug, das dann eigentlich schon keine Waffen mehr hatte. Ja, das kann man alles effizienter machen. Ja, ich weiß. Und warum mache ich es nicht? Ja, gute Frage. Wie jetzt zum Beispiel. Ich hätte auch einfach auf die da drauf bleiben können. Aber das funktioniert ja. Von daher sieht ja soweit okay aus. Ich würde mir echt wünschen, dass man bei den eigenen Leuten sehen kann, wie viel Rüstung die noch an ihren Fahrzeugen haben. So, und gerade bei diesen Nahkampffahrzeugen würde ich sowieso erstmal gucken, dass man da die Reifen abschießt. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen mehr darauf achten, dass ich hier wirklich die Waffen runterschieße. Der eine hat schon echt gut kassiert. Man sieht halt nur, dass sie dann brennen. Ja, gut, ich hätte halt generell so ein bisschen mehr Informationen. So, du müsstest doch gleich, genau. Da habe ich ein bisschen zu viel geballert. Wie funktionieren denn diese Schilde? Bleiben wahrscheinlich nur einen gewissen Zeitraum an, irgendwie so 10, 15 Sekunden oder so. Dich haben wir schon mal entwaffnet, dich haben wir auch direkt entwaffnet. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen nachhelfen. Wunderbar. So, du bist erledigt. Bist auch erledigt. 37%. Das ist schon ein bisschen wenig. So, von wo kommen die jetzt? Da haben wir schon wieder einen.
Noch 31%. Was, wo? Ach da, okay. So. Dann machen wir jetzt mal hoffentlich schnell den Anführer platt. Was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe mit Raids, ist es, manchmal ist es so, wenn man den Anführer zerstört, dann, und sind noch Gegner, dann hat man gewonnen. Manchmal ist es aber auch so, dass man, wenn man den dann zerstört hat, und es sind noch Gegner da, das, dann hat man auch nicht gewonnen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wo man das sehen kann, in welchen Raids das so ist und in welchen nicht. Weil dann wäre es generell ja so besser, sich in manchen dann halt auf den Anführer zu fokussieren. Oder den Spezialist in dem Fall. Jetzt mal hier diese ganzen Geschütze wegmachen. Aber scheinbar greifen die den jetzt auch noch nicht an. Also gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt erstmal hier alle anderen wegräumen müssen. Gut, ich habe jetzt hier schon ganz schön einstecken müssen. Jo, das, ich bin gleich Geschichte. Okay, einmal kann ich jetzt sowieso wieder rein. Von daher ist das jetzt ja gar nicht mal so schlimm, würde ich sagen. Verdammt, das hat aber schon gut wehgetan. Sollten wir aber auf jeden Fall schaffen. So, das Geschütz lasse ich erstmal geschützt sein. Ansonsten halten wir da jetzt einfach drauf. Geht doch. Gab auch gut Reputation. Erster mit ein bisschen Abstand. Ja gut, okay, der eine ist halt rausgeflogen. Das lief aber doch erstaunlich gut dafür, dass wir nur zu dritt waren. Na gut, aber das war's dann erstmal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis bald.